kann einfach nicht sein, dass eine Mod besser als das Original ist, oder? Aber genau das ist passiert. Ich habe eine Mod gefunden für Elden Ring, die das Spiel so krass verbessert, dass es sich wie Elden Ring 2 anfühlt. Und während ich dieses Video aufgenommen habe, musste ich nochmal in die Originalversion von Elden Ring gehen. Und ich sage euch, mein Gott, war das ekelhaft, diese Erfahrung nochmal zu machen. Es war wirklich, wirklich grauenhaft. Vanilla Elden Ring zu starten. Und dass ich das irgendwann mal sage, hätte ich nicht von mir erwartet. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal zusammen den Trailer an und ich werde ein paar Takte dazu sagen, denn ich habe das Game jetzt schon 20 bis 25 Stunden ungefähr getestet, konnte mir so ein bisschen einen Eindruck machen, was alles neu ist und mein Gott, Leute, das, was dort im Trailer gezeigt wird, ist wirklich auch genauso und meiner Meinung nach viel, viel besser. Es wurden so unglaublich viele Anpassungen in diesem Game gemacht, das kann man einfach nicht in Worte fassen. Ich habe selbst 500 Stunden in Elden Ring gespielt und muss sagen, mit dieser Mod kommt eine Herausforderung rein, die so überwältigend ist, man kann das einfach nicht in Worte fassen, wie krass das Spiel sich geändert hat dadurch. Und weil ich die Mod so geil fand, dachte ich, ich mache da ein Video dazu. Nochmal kurz sei erwähnt, ich werde nicht gesponsert von dem Typ, der die Mod erstellt hat. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr eine geile Elden Ring-Erfahrung machen könnt, weil das Spiel einfach so geil ist und die Mod auch so geil ist. Ich verlinke euch natürlich auch den Original-Trailer unten in der Videobeschreibung. Schreibt da gerne mal einen Kommentar, dass ihr von mir kommt. Wenn ihr das erledigt habt, würde ich sagen, wir starten jetzt direkt rein in die Beschreibung, was sich jetzt alles so geändert hat. Und Leute, es hat sich sehr viel geändert. Am Ende der Aufnahme findet ihr zusätzlich natürlich noch, weil ich ein toller Typ bin, die komplette Beschreibung, wie ihr diese Mod installiert. Und auch da, ey, jeder, der schon mal versucht hat, eine Mod zu installieren, weiß, wie nervig das sein kann. Und ich sage euch, selbst daran hat der Dude gedacht. Denn die Installation ist so einfach, die kann sogar ein grenzdebiler Schimpanse hinbekommen. Also geht auf die Seite. Wie gesagt, alles ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch an. Installiert die Mod und feiert dieses Ding einfach mal richtig krass ab. Viel Spaß mit dem Video. Habt ihr die Mod erfolgreich installiert, kommt ihr auf den Titelbildschirm. Der ist neu und wir wählen auch neues Spiel aus. Hier fällt dann auf, dass wir als nächstes mehrere neue Klassen haben. Und zwar den Parfümeur, den Kundschafter, den Gladiator und den Lotsen. Ich habe mich für den Parfümeur entschieden, da ich dachte, okay, vielleicht gucken wir mal, wie das Crafting-System jetzt neu ist. Die Erstellung des Charakters bleibt ansonsten relativ gleich. Da gibt es nicht so viel Neues. Aber viel Neues gibt es dafür dann direkt am Anfang in der Höhle. Denn die wurde komplett zur Tutorial-Höhle umgearbeitet, in der ihr alles Neue im Kampfsystem lernt. Außerdem kriegt ihr hier schon mal einen Sneak Peek darauf, dass in der Welt Runenbruchstücke versteckt sind, die euch die Runenschmiede öffnen, wenn ihr 30 Stück davon habt. Hier könnt ihr eure Waffen und Zauber mit gewissen Seltenheitsstufen verbessern. Bei Betreten der Spielwelt habe ich mir dann gedacht, ah, wie wäre es denn, wir gucken mal, was im Süden so abgeht. Da ist ja eigentlich so das Einsteigergebiet. Und, naja, was soll ich sagen, diese Standardgegner, die auf der Brücke stehen, an denen wir eigentlich vorbeireiten können, die sind nicht mehr da, sondern da steht jetzt ein Baumwächter und es ist eine Boss-Arena. Dem mir hier freundlich gezeigt worden ist, dass ich da nicht weiter kann, dachte ich, gut, ich schaue mich mal vor dem Tor um, wo wir Millennia treffen. Und hier gab es dann auch die nächste Neuerung. Und zwar können wir nicht mehr einfach so in Ruinen oder Keller rein, denn wir müssen jetzt erst hier ein Siegel öffnen oder einen Gebietsboss töten, der das Siegel bricht. Finde ich relativ cool. Auch hier wurde darauf geachtet, dass wir nicht einfach so irgendwo reinreiten können. Um dieses Siegel zu öffnen, müssen wir hier zum Beispiel FP casten und das macht uns sehr angreifbar. Danach habe ich mir gedacht, ich gehe mal zur Festung Pharao und hole das Medaillon von Dectus. Hier ist mir aufgefallen, dass Gegner komplett neue Movesets haben. Nicht nur die Bossgegner, sondern auch die Standardgegner. Denn der Kürbiskopf zum Beispiel hat eine Lanze und die kann er bei Bedarf werfen. Oben angekommen habe ich gemerkt, dass die Truhe leer ist und musste den Gebietsboss hier besiegen. Hat mir dann tatsächlich das Medaillon von Dectus gedroppt. Also auch hier, wir können nicht einfach so vorbeireiten und uns das Item holen. Wir müssen es dem Gegner abnehmen. Danach habe ich die Karte geöffnet, um mir ein bisschen Überblick zu verschaffen. Hier ist mir dann aufgefallen, dass wir tatsächlich mit kleinen grünen Haken markiert bekommen, wenn wir einen Gegner besiegt haben oder das nur entdeckt haben. Finde ich persönlich ist ein Gimmick, was ich nicht wusste, dass ich es brauche, aber es dient halt wirklich der Übersicht und es hilft einem rauszufinden, okay, war ich da schon, muss ich da nochmal hin oder
muss der Gegner noch besiegt werden. Für Leute, die das Spiel 100% abschließen wollen, sind diese kleinen grünen Haken schon sehr befriedigend, muss ich sagen. Beim Erkunden trefft ihr ja immer mal wieder auf so kleine Camps von verschiedenen Gegnern. Auch hier dran wurde gedacht, und zwar werden Truhen, die ihr normalerweise auch einfach so im Vorbeigehen öffnen könnt, ohne euch dem Camp mehr zu nähern, so abgeändert, dass ihr jetzt diesen General, sage ich jetzt mal, besiegen müsst. Der ist gekennzeichnet durch diese roten Augen, um die Truhe mit dem Loot darin zu öffnen. Das finde ich ist auch cool, weil so diese kleinen Camps habe ich im Base Game mir nie richtig angucken müssen. Und bei dem jetzt hier zum Beispiel war es wirklich so, dass ich mehrmals gestorben bin, weil man sich eine richtige Taktik zulegen muss. Denn die Gegner haben eine höhere Erkennung. Sie werden viel, viel schneller aufmerksam auf dich und du musst wirklich ein bisschen die Umgebung benutzen, um sie zu besiegen. Kommen wir kurz zum Crafting, bevor es zur wahrscheinlich krassesten Änderung im ganzen Spiel kommt. Das Crafting in Elden Ring ist ja relativ einfach. Ihr braucht nicht viele Items und die Items benutzen machen wahrscheinlich auch die wenigsten von euch. Aber hier ist es jetzt so, dass ihr wirklich einen Nutzen draus ziehen könnt. Das macht irgendwie jedes Rohmaterial wichtig, da wir daraus vielleicht irgendwas herstellen können, was uns im Kampf gegen Gegner hilft. Und das ist eine sinnvolle Erweiterung für das Crafting-System, die im Base-Game auf jeden Fall fehlt. Die wohl krasseste Änderung sind die verschiedenen Schicksale, die ihr auswählen könnt, um euren Charakter zu individualisieren. Ihr kennt es bestimmt auch, ihr spielt im normalen Vanilla Elden Ring einen Krieger und wollt dann irgendwie noch ein bisschen Individualität haben und dann nehmt ihr irgendeine Scheißwaffe. Hier ist es ganz anders. Hier könnt ihr euch ein Schicksal aussuchen, was euch einzigartige Moves gibt. Das bedeutet, ihr geht in die Geschicke der Tapferen, Skilltree zum Beispiel rein und habt dann da die Möglichkeit, aus 10 verschiedenen Moves zu wählen, die mit Buffs und Debuffs daherkommen. Jetzt am Beispiel meines Parfümers ist es so, bei dem Schicksal des Listigen und habt dann da das Schicksal des Apothekers ausgewählt. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch noch verschiedene, zum Beispiel das Schicksal des Assassinen, einen einzigartigen Move und das ist die Schwäche des Gegners erkennen, was eure kritische Trefferchance erhöht. Außerdem könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Bogenschützen spielen wollt, die Schicksale des Waldläufers auswählen. Das hilft euch, mehr Schaden mit dem Bogen zu machen und die FP-Kosten von Fähigkeiten zu verringern. Bei meinem Apotheker bedeutet das nämlich, dass ich meine Kollektion an Töpfen erhöhe, meine Arkanfähigkeit wird erhöht und es verringert meine FP-Kosten für Items, die ich hergestellt. Was natürlich wichtig ist, da ich relativ viel mit Wurfdolchen, Tontöpfen und sonst was spiele. Der Nachteil dieser Fähigkeit allerdings ist, dass meine Angriffe mehr Ausdauer kosten und mein Block etwas schlechter gemacht wird. Ich finde aber, dass das allgemein eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, seinen Charakter zu individualisieren. Kommen wir zum Kampfsystem und das Kampfsystem wurde auch krass verbessert. Als erstes, ihr könnt euch unter Angriffen durchducken. Und mein Gott, ist das ein geiles Gefühl, wenn ihr einen Gegner habt und ihr drückt im richtigen Moment bei einem Gradangriff die Duckentaste und euer Charakter taucht ab und der Stich des Gegners geht in die Leere. Auch bei Bossen ist es möglich. Das ist einfach nur ein richtig, richtig gutes Gefühl. Außerdem ist es auch so, dass Schilde viel, viel mehr im Fokus stehen. Bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel perfekt blockt, dann seht ihr so einen roten Schimmer aufleuchten und so einen Effekt, als würdet ihr starkes Gebrüll benutzen. Das bedeutet, dass ihr die Haltung des Gegners gebrochen habt und ihr macht mehr Schaden mit eurem nächsten Angriff. Finde ich auch, ist eine richtig gute Änderung des Kampfsystems, weil so ist nochmal so ein bisschen dieser Rollenspieleffekt gegeben, dass ihr die Haltung des Gegners auch wirklich in einem Schwertkampf durchbrochen habt und jetzt auch belohnt werdet, indem ihr mehr Schaden macht. Ein normaler Angriff ist natürlich auch möglich, macht aber 10-15% weniger Schaden. Ihr könnt natürlich auch im richtigen Moment normal blocken, das macht dann auch ein bisschen erhöhteren Schaden, aber dadurch, dass die Haltung nicht komplett gebrochen ist, ist der Schaden nicht bis zum Maximum erhöht worden. Aber die Idee dahinter finde ich richtig gut. Ihr habt in den Kämpfen so viel, viel mehr, denn es macht die Kämpfe sehr, sehr actionlastiger, würde ich sagen. Ihr benutzt nicht so oft die Panikrolle, um einfach nur auszuweichen und hinter die Gegner zu kommen, sondern ihr könnt jetzt richtig taktisch spielen. Und taktisch müsst ihr auf jeden Fall spielen. Was ich euch nämlich sagen kann, ist, dass jeder Gegner, die Bosse, sei es durch ihre neuen Moves, die sie dazu bekommen haben, oder durch neue Zauber, die Kämpfe mit den Gegnern allgemein hin auf jeden Fall anspruchsvoller werden. Der Ersteller der Mod hat nicht nur die Bosse neu platziert, neue Bosse hinzugeschrieben, sondern auch Möglichkeiten, wie ihr schnell und einfach
das Game cheesen könnt, für euch ausgehebelt. So zum Beispiel, wisst ihr doch, in Kadett gibt es den weißen Drachen, der da liegt, bei dem ihr 70.000 Runen bekommt. Ja, Pustekuchen, den könnt ihr tatsächlich auch treffen, nur allerdings lebt er und greift euch an. Und das sind so Kleinigkeiten. Bei der Erstellung der Mod wurde darauf geachtet, dass ihr das Spiel 100% genießen könnt und nicht irgendwie vorbeireiten, euch vorbeischießen könnt oder sonst irgendwas. Ganze Levelpassagen wurden dabei verändert, so dass ihr auf jeden Fall jetzt auch gefordert seid. Ich meine, schaut euch mal den Vergleich hier an. Wir reiten hier über die gleiche Brücke, einmal in der Mod und einmal im Base Game. Also alleine hier, was da für eine Veränderung drin ist, einfach nur beim Überqueren der Brücke, war für mich schon krass zu sehen. Und dir wird es häufiger beim Spielen passieren, dass du immer mal wieder an Stellen kommst und denkst, hä, das ist aber eigentlich anders oder das war doch irgendwie schwerer. Das ist schön, die Mod schafft es, die Grenze da zu vermischen, so dass man selbst nicht mehr weiß, ist es jetzt im Base Game schon so gewesen oder ist es, weil es so gut an ein großes Studio wie From Software drankommt, schon immer Teil des Originalspiels. Und das fand ich so verrückt, diese Erfahrung zu machen. Kommen wir zur letzten Änderung, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, und zwar die Geisteraschen. Hier ist es so, dass die Geister, wenn ihr sie ruft, am Anfang ganz normal blau sind, wie auch im Base Game. Da bekommen sie keine Aggro von den Gegnern und teilen nur sehr, sehr wenig Schaden aus. Ihr könnt die Glocke nochmal aktivieren und eure Geister in einen aggressiven Modus versetzen. Dadurch werden sie gekennzeichnet, dass sie dann rot sind. Hier ist es dann so, dass der Gegner oder euer Gegner sie ausschließlich fokust und sie deutlich mehr Schaden verursachen, aber auch deutlich mehr Schaden bekommen. Auch hier finde ich, ist das eine sinnvolle Neuerung, denn so könnt ihr eure Geister benutzen. Sie machen ein bisschen Schaden, wenn ihr möchtet. Ihr habt aber immer noch die Möglichkeit, auf Kosten, und das habe ich noch vergessen zu erwähnen, eurer Fähigkeitspunkte, also ihr bekommt quasi euer Mana abgezogen, während eure Geister in diesem Rage-Modus sind und ist eure FP aufgebraucht, beendet sich auch dieser Modus. Habt ihr damit die Möglichkeit, auch hier nochmal innerhalb der Kämpfe eine gewisse Taktik an den Tag zu legen. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen, denn ich habe es ausprobiert und muss sagen, der Unterschied ist doch gravierend zwischen diesen zwei Stufen, die man bei seinen Geistern benutzen kann. Und auch da hilft euch nochmal, um aus brenzlichen Situationen rauszukommen, wenn ihr das braucht, um euch vielleicht gerade zu heilen oder sonst irgendwie was. Ich würde sagen, das soll es jetzt aber auch erstmal gewesen sein. Schaut euch, wie gesagt, die Mod unbedingt mal an. Es gibt noch viel, viel mehr Inhalte, die dort drin sind. Ich habe mich jetzt erstmal auf die wesentlichen Sachen beschränkt und jetzt am Ende zeige ich euch nochmal, wie die Installation funktioniert. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr geht einfach auf die Seite nexusmod.com. Ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danach sucht ihr nach der ERR Elden Ring Reforged Mod. Ladet die manuell rechts auf der Seite runter. Habt ihr diese Datei dann runtergeladen, müsst ihr in euren Download-Ordner reingehen und auf die Launch Elden Ring Reforged Setup-Datei klicken. Extrahiert dann hier die ZIP-Datei und installiert die Mod dann auf irgendein Verzeichnis eurer Wahl. Ich habe das bei mir einfach in den Game-Ordner ganz normal reingemacht. Macht euch keine Sorgen. Die Mod ist so programmiert, dass sie auf eure Spieldaten über Steam dann am Ende zugreift. Von daher ist die Installation auch kein Problem. Ist die Installation komplett durchgelaufen, geht ihr einfach wieder in den Ordner, klickt dann hier wieder auf Launch Elden Ring Reforged. Dann wird eine Fehlermeldung aufploppen, die sagt, dass der Computer durch Windows geschützt sei. Führt die Datei dann einfach trotzdem aus. Keine Sorge, das funktioniert alles. Danach öffnet sich dann dieses schwarze Fenster. Das lasst ihr einmal durchlaufen. Bis unten in grün erscheint, dass das Base Game erfolgreich gefunden worden ist. Hier ist es wichtig, oder sei noch erwähnt, dass ihr auf jeden Fall Steam geöffnet haben müsst, damit das Spiel auch funktioniert, weil, wie gesagt, das Spiel oder die Mod greift auf eure Steam-Daten vom Basisspiel zu. Genau, öffnet also einfach Steam und drückt dann Enter und danach sollte das Spiel ganz normal starten und ihr bekommt den Elden Ring Reforged Titelscreen. Viel Spaß damit, vielen Dank fürs Zuschauen, habt Spaß mit der Mod, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Mod schon kanntet und außerdem würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das war's von meiner Seite. Macht's gut. Ciao.